In Italien hat ein rechtes Parteienbündnis bekanntlich die Parlamentswahl gewonnen. Und das hat nicht nur in der EU Sorgen ausgelöst, sondern auch in Südtirol, der Region, die Österreich infolge des Ersten Weltkriegs an Italien abtreten musste. Dort wächst nun die Befürchtung, dass die neue Regierung in Rom unter Führung einer postfaschistischen Partei den Status Südtirols als autonomer Region antasten könnte. Und das wiederum beflügelt die Deutschnationalen in Südtirol. Anja Miller berichtet. Fackelzug in Bozen. Der Heimatbund und der Schützenbund haben dazu aufgerufen. Sie wollen an den faschistischen Marsch auf Bozen vor 100 Jahren erinnern, auch aus aktuellem Anlass. Die Fratelli d'Italia, die Brüder Italiens, haben die Wahlen gewonnen. Eine Partei mit postfaschistischen Wurzeln. Die deutschnationalen Schützen sind besorgt. Bozen ist die Hauptstadt der autonomen Alpenprovinz Südtirol. Hier begegnen sich deutsche und italienische Kultur, Brauchtum und Geschichte. Das Vereinsheim der Schützen ist ein wichtiger Treffpunkt. Die aktuelle politische Situation in Italien ist derzeit eines der wichtigen Gesprächsthemen. Also ist es so, dass wir sicherlich mit Argusaugen darauf schauen werden, in welche Richtung die neue italienische Politik gehen wird. Und wir werden weiterhin alles dafür tun, unsere Unabhängigkeit, unsere Autonomie und unser deutsches und latinisches Volk hier in Südtirol zu vertreten und zu verteidigen. Berechtigte Angst oder unnötige Sorgen? Die deutschsprachige Minderheit in Südtirol hat bittere Erfahrungen gemacht. Rückblick in die Geschichte. Anfang Oktober 1922 besetzen italienische Faschisten eine deutsche Schule und das Rathaus von Bozen. Im Jahr darauf verkündet das Mussolini-Regime ein radikales Italienisierungsprogramm. Deutsch verschwindet als Sprache aus den Schulen, Straßennamen und Landkarten. Über 200.000 deutschsprachige Südtiroler entscheiden sich später ins Deutsche Reich abzuwandern. Nur ein Bruchteil kehrt zurück. Bis heute wurde diese dunkle Zeit in Italien nicht wirklich aufgearbeitet. Auch in Bozen finden sich noch immer Relikte des Faschismus, wie dieses Siegesdenkmal. Für die Schützen eine schmerzhafte Erinnerung an Unterdrückung und Vertreibung. Und da oben steht auch, hier haben wir die anderen in den Künsten, in den Gesetzen und der Sprache gelehrt. Das ist ein Symbol einer kulturellen Anmaßung und auch eines Überlegenheitsgefühles, das heute in Europa nichts mehr verloren hat. Das aber, so fürchten die Schützen, durch sie wiederkommen könnte Giorgia Meloni. Die Chefin der rechtsgerichteten Brüder Italiens verspricht, den Stolz Italiens als große Nation wiederherzustellen. Viva l'Italia! Sie wollen die Autonomie Südtirols verteidigen, gegen einen erstarkenden Nationalismus, der ihren Interessen schaden könnte. Mit dabei auch Eva Klotz von der Südtiroler Freiheit. Ihr Vater gehörte dem gewaltbereiten Teil der Südtiroler Freiheitsbewegung an. Auch die Tochter ist eine überzeugte Kämpferin für ein selbstbestimmtes Südtirol und die Loslösung von Italien. In einem offenen Brief warnt sie vor Meloni und nennt sie darin eine, Zitat, faschistische Wölfin im Schafspelz. Außerdem Meloni uns schon ganz klar gesagt, wer sich nicht als Italiener fühle, der solle nach Österreich auswandern. Also das kommt wiederum einer Art Vertreibungspolitik sehr nahe. Wer hier mitmarschiert, hat mit Italien nicht viel am Hut. Dem geht die Autonomie nicht weit genug. Monica Rosini ist Professorin für Autonomierechte an der Universität Bozen. Was hält sie von den Sorgen der Schützen und Heimatbündler um ihre Unabhängigkeit? Frau Meloni ist die Vorsitzende einer Partei, die zweifellos in einer ideologischen Denkweise wurzelt, die sich auf nationale Interessen, auf das Vaterland, auf Patrioten, auf die Nation konzentriert und daher auf eine homogene Gemeinschaft mit gemeinsamen Werten und gemeinsamer Sprache. Dort gibt es keinen Platz für Minderheiten, auch nicht für linguistische Minderheiten oder Ausländer. Aber wollen die Schützen überhaupt eine akzeptierte Minderheit in Italien sein? Es geht ihnen offenbar um mehr. Wir möchten unabhängig sein und von daher sind alle italienischen Regierungen für uns ein Problem und wir möchten ohne Italien in die Zukunft blicken. Mit dieser radikalen Ansicht sind die Schützen politisch in der Minderheit in Südtirol.
Das Thema Autonomie beschäftigt aber alle, jetzt mehr denn je. Julia Unterberger ist Senatorin der Südtiroler Volkspartei in Rom. Dort kämpft sie für die Interessen der Alpenregion. Meloni wird uns sicher nicht helfen, diese Autonomie weiterzuentwickeln. Aber ich glaube auch nicht, dass es darauf anlegen wird, uns weiß Gott was zu nehmen, was ja auch nicht gelingen würde, weil unsere Autonomie völkerrechtlich abgesichert ist und eben nicht nur eine inneritalienische Angelegenheit. In Südtirol sind Autonomie und nationale Identität ein Dauerthema. Mit der neuen Regierung in Rom könnten sich alte Konflikte wieder verschärfen.